Herzlich willkommen, liebe Leute, zurück zur nächsten Folge von Portal 1. Ja, letztes Mal hatten wir ja schon 12, 13 Level fertig gemacht. 12, oder? Ja, 12 Level fertig gemacht. Wir sind jetzt Level 13. Und ja, wir sind hier in diesem mysteriösen Labor aufgewacht. Und eine Computerstimme redet die ganze Zeit mit uns, die aber langsam den Geist scheinbar aufgibt. Vielleicht wurde sie einfach länger nicht geupdatet. Wir wissen es nicht. Vielleicht will ich es auch gar nicht wissen. Da Sie nun beide Portale kontrollieren, könnte der nächste Test sehr, sehr lange dauern. Wenn Ihnen schwindlig wird vor Durst, kippen Sie ruhig um. Ein Intubationsmitarbeiter wird Sie mit Magenmittel und Adrenalin wiederbeleben. Was? KI ist nur noch am Schrott labern, kann ich sagen. So, ja, und wir haben letzte Folge auch gleich noch die zweite Porte gern bekommen. Was haben wir da an den Beinen? Wir haben da irgendwelche Dinger dran. Ne? Wir müssen ja mal nichts mehr machen, oder? Na, fertig. Die Zur Kameras. eigenen Sicherheit zerstören Sie keine Testapparate. Manche Objekte sind wichtig für Ihren Erfolg. Zerstören Sie keine Testapparate. Die Kameras aber nicht. So, erstmal das aktivieren. So. Haben wir noch geschafft zu kommen. Och nein. Ist nicht wahr, oder? Okay, wir können trotzdem noch eins. Ist ja wirklich wieder runtergefallen. Ihn gleich drauf landen lassen. Perfekt. Klotz Nummer 2, wo bist denn du? Wo bist du? Wo bist du? Ah, vielleicht müssen wir vom letzten Raum noch einziehen. Lassen das jetzt mal offen. Ist doch gar nicht so schwer. Und fall runter. Das hat scheinbar nicht so gut funktioniert. Das ist schon etwas besser. Kommen wir hoch? Das ist eine einfache Frage. Quatsch. Profispieler, Hashtag Depp. Nach Tests wird man sie vermissen. Warum wird man mich vermissen? Ich hoffe mal, ich kriege meine Belohnung. Den doppelten Whopper und dreimal KitKat McSundae. Ja, ich habe gerade Burger King und McDonald's Produkte vermischt. Ich komme wohl in die Hölle. 14, oh, wir haben wieder ganz viel zu tun. Der Kuchen wird noch ganz böse. Wir lassen Testpersonen, die gammastrahlende Hochenergie-Portaltechnologie verwenden möchten, darauf hin, dass sie eventuell über Vorschriften informiert werden. Weitere Informationen über Vorschriften sind weder erforderlich noch erhältlich und sie sind ein hervorragender Testkandidat. Irgendwie möchte ich jetzt hier aber nicht mehr so mitmachen. Etwas suspekt hier alles. Ah, funktioniert auch immer wieder. Das liebe ich an der Portagon. Liebe auch die Portagon-Mod in Minecraft. Das ist so eine schöne Mod. Jetzt haben wir mal ein bisschen Musik im Hintergrund. Hatten wir sonst nie. Aber wie die Musik macht mir mehr Angst. Ist nicht so harmonisch.
Okay. Verstehe zwar nicht, warum dieses Labor mich dauernd versucht umzubringen, aber es wird schon irgendeinen Grund geben. Schließlich müssen es welche Menschen gebaut haben. Nur deswegen sind wir jetzt hergekommen. Aber wir haben ja noch ein Portal hier. Wir hätten kein Portal mehr da. Oder ist hier so eine Zerstörungszone? Ich komme doch gleich hier eins im Bahn. Stimmt, warum gehe ich hier eigentlich lang? Ich dachte, das machen kann. So, ja, stimmt, spätestens jetzt. Obwohl. So, blau dürfen wir verschießen, oder? Nicht getroffen, Schnaps gesoffen. Noch hinbekommen, super. Zur Belohnung wurde in der Hauptkammer ein Siegesleft aktiviert. Was, ein Siegesleft? Was ist dein Siegesleft? Was ist die Hauptkammer? Warum kommt jetzt genau Musik? Ist das etwa ein Vorgeschmack, den ich nicht haben will? Vorgeschmack auf Kuchen vielleicht? Wer die Anspielung versteht, sollte nicht weiterschauen. Doch, bitte schaut weiter. Bitte, bitte. Kuchen und Trauerverarbeitung stehen am Ende des Tests zur Verfügung. Danke, dass wir Ihnen helfen durften, uns zu helfen. Dann nehmen wir eigentlich auf, seit fast wieder 10 Minuten. Vergeht es das wieder richtig schnell. Na, wir haben es bis jetzt ja noch lange nicht geschafft, denke ich. Quatsch. Das ist wahrscheinlich unmöglich. Wohl. Okay, das ist also möglich. Perfekt. Ich stelle mich hier gar nicht so blöd an. Der ist schlimmer sein können bis jetzt. Was haben wir denn hier? Okay. Wichtiger Testapparat zerstört. Wichtiger Testapparat zerstört. Wo ist denn das bitte wichtig? Achso, haben wir es geschafft, okay. Zack und rüber. Ich denke da glaube ich gerade ganz falsch, oder? Der geht rüber, der geht dahin. Ja, das ist komplett falsch gedacht. Aber der geht daran. Ach, der knallt gar nicht gegen die Wand. Jetzt geht's aber. Wo muss ich jetzt lang? Ja, scheinbar müssen wir wieder einen Refall machen. Ja, super. Achso, jetzt ist hier wieder die Bahn am Fahren, die Deutsche Bahn. Boah. Noch langsamer. Manometer, Peter.
Da bitte nicht reinfahren. Hallo? Ich muss da wirklich immer rauf. Nein! Mann. Das sah schon knapp aus, aber dass es so knapp ist, das hätte ich nicht gedacht. Naja. Schon wieder jetzt im Falschen. Okay. Wichtiger Testapparat zerstört. Ist denn das wichtig? Um mich zu überwachen wahrscheinlich, wa? Wie in China hier. Die Aussage, komme ich ins Gefängnis. In China natürlich. Deutschland. Mach doch runter, Mensch. Warum gehst du nicht? Ach, weil das ist das falsche Ding. Wir wollten nämlich hier pranken. Ach so. Wie lange dauert denn das? Kann man also schaffen? So, dann werden wir jetzt ganz schnell rüber. Komm, komm, komm. Wussten Sie, dass Sie dem Mädchen Selbstwertfonds von Aperture Science eines oder alle Ihre Organe spenden können? Ganz recht. Okay. Was ist ja nicht. Ja, oder was das ist, aber hatte ich jetzt nicht vor. Aber danke fürs Angebot. Danke, danke. So, dann geht's jetzt mal los. Los in the Hose. Wegen zwingender geplanter Wartungsarbeiten steht die Kammer für diese Testsequenz derzeit nicht zur Verfügung. Sie wurde durch eine Kampfübungsstrecke für Militärandroiden ersetzt. Wir bitten, die Unannehmlichkeiten zu entschuldigen und wünschen Ihnen viel Glück. Ich bin aber kein Android. Und bin ich bei der Deutschen Bahn oder was ist los? Um Wartungsarbeiten. Aber es sind die Turrets, die kenne ich. Fehlfunktion aktiviert. Noch jemand? Hallo? Fehlfunktion. Was ist denn da los? Ich hasse dich nicht. Was? Redest du mit mir? Wichtiger Testapparat zerstört. Reden die mit mir? Oh. Noch jemand da? Ich wollte eigentlich, dass er jetzt auf sich selbst schießt. Ziel verloren. Nee, jetzt hier ist hier. Noch jemand da? Ziel verloren. Suche. Noch jemand da? Schläfchen? Ich bin dir nicht böse. Da bist du. Oh.
Scheiße! Das Ding bringt mich noch um. Kann er auf sich selbst schießen? So, ja, können wir nicht einfach dran vorbeigehen? Nacht wäre da? Nee, ich bin nicht mehr da. Wir könnten natürlich. So, du bist am Schießen. Meine Güte, was ist denn hier los? Der Spiele machen schon mal aggressiv. Na. Ah. Ich will gar nicht ran an ihn. Schießt mich also. Oh. So, der nächste ist deaktiviert. Schön. Weißt du, wo du bist? Gleich tot. Ich töte dich mit deinem Freund. Quatsch. Stören sie einen Turm mit einem anderen. Ja, so ist es einfach. Joch. Ist ein Action-Humor in die Sache gebracht. Ich habe langsam das Gefühl, die wollen mich hier wirklich töten. Ich weiß gar nicht, wie ich darauf komme. So eine leichte Vermutung. Meine Güte. So viel Geld für Munition oder was? Ja. Ich stelle mich gerade richtig blöd an, aber ich schaff's irgendwie. Nein, hier ist gerade keiner. Du. Warum kann man die eigentlich so leicht deaktivieren? Also, ich würde die im Kampf nicht einsetzen, wenn die so sind. Das Radio. Warum ist immer eine Tasse daneben? Mensch, jetzt hört doch mal auf. Er spielt so gute Musik. Ah. So. Ach, du Scheiße. Ich bin eh gleich tot. Ich sehe es schon. Hätte man auch eine schönere Stimme geben können. Sind zwar Waffen. Ich weiß doch gar nicht, warum man denen überhaupt eine Stimme gibt. Da habe ich da ganz schön viel jetzt durchschmeißen müssen. Das war scheinbar eine Lüge, was ich gerade gemacht habe. Oh! Das Radio muss mir helfen. Nö, da ist keiner. Das Ding. Erschlag das Ding. Geklappt. Dank.
Guck mal, ob der Block wirklich kaputt geht. Sehr gut, Android. Das Enrichment Center weist erneut darauf hin, dass die Androidenhölle existiert und sie bei Widerstand dorthin geschickt werden. Okay. Ich habe aber keinen Widerstand gemacht. Trotzdem vielen Dank für den Hinweis. Der Testapparatschacht liefert einen gewichteten Begleiterkubus in 3, 2, 1. Der Schacht, ja. Das war unser Herz drauf. Der gewichtete Begleiterkubus begleitet Sie durch die Testkammer. Passen Sie auf ihn auf. Ich muss ihn beschützen. So, ich muss wahrscheinlich jetzt hier mit ihm bauen. So, dann kommen wir mit hoch, Freundi. So. Nö. Hier einfach durchrennen oder was? Ich kann mich wirklich nicht hinlegen. Was soll ich denn tun? Ich nenne das nächste Portal planten. Da beschützt er mich. Der Block. Die am häufigsten auftretenden Symptome bei Enrichment Center Tests sind Aberglaube, Sprechen mit leblosen Gegenständen und Halluzinationen. Das Enrichment Center erinnert daran, dass der gewichtete Begleiter Kubus nie drohen wird, sie zu erstechen und gar nicht sprechen. Warum sollte er mich erstechen? Also, irgendwie wird die Sache mir hier ganz schön suspekt. Das Enrichment Center erinnert daran, dass der gewichtete Begleiter Kubus nie drohen wird, sie zu erstechen und gar nicht sprechen kann. Yeah. Das Enrichment Center erinnert daran, dass der gewichtete Begleiter Kubus nie drohen wird, sie zu erstechen und gar nicht sprechen. Da kann ich gar nicht verteidigen. Weiß es nicht, und ich glaube, ich will es auch nicht wissen. War's richtig? War richtig, super. So, und wenn das jetzt richtig funktioniert. Perfekt. Ach, der Begleiter Kubus. Nein, ich habe ihn vergessen. Mit. Können wir lenken mit dem Kubus? Tatsächlich. Und dahin. Das Enrichment Center erinnert daran, dass der gewichtete Begleiter Kubus nicht spricht. Sollte der gewichtete Begleiter Kubus dennoch sprechen, empfehlen wir dringend, seinen Rat zu ignorieren. Okay. Warum sollte er sprechen? So langsam wird mir das hier ganz schön sehr suspekt.
und kriegt das Signal zu her? Ja, vom Anfang oder was? Das ist doch nicht wahr. So, okay, von da geht also auch. Weiß nicht, wenn wir uns hinlegen. Da kommen da keine mehr raus. Da kommen die nur raus, wenn ich mich dem näher. Kommen scheinbar gar keine mehr raus. Ach so, wahrscheinlich weil der, ich sag jetzt mal, Ball schon mal benutzt wurde. Bis dahin komme ich nicht gelaufen. Sterbe ich. Ist denn auch unter uns das? Habe ich auch noch nicht entdeckt irgendwie. Wir sterben hier nicht. Klappt. So, Begleiter Kubus. Auf ins nächste Level, wo das Spiel für heute endet. Wir sind schon wieder sehr, sehr lange am Hasseln. Oh. Und 2 und 3 und 4. Das war doch. Achso, jetzt sind wir hier unten. Jetzt können wir dich wieder abgeben, Mister. Der gewichtete Begleiter Kubus hat Ihnen wirklich Glück gebracht. Er kann Sie jedoch beim restlichen Test nicht begleiten und muss leider Sterbehilfe erhalten. Bitte bringen Sie Ihren Begleiter Kubus zur Aperture Science. Intelligenz-Notverbrennungsanlage. Da rein? Warum? Sie haben Ihren treuen Begleiter Kubus schneller geopfert als jede Testperson bisher. Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch. Das ist positiv. So. Dann geht's in Level 18. Jedoch, ihr wisst es, geht es erst in der nächsten Folge ins 18. Level. Denn wir wollen ja auch noch etwas haben. Also dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Bei Portal Folge 3. Und dann haben wir eigentlich die 19. Level schon geschafft. Mal gucken, was dann passiert. Ich bin gespannt. Falls ihr eine Vermutung habt, gerne in die Kommentare schreiben. Und dann sage ich, ciao, ciao.